Ja, hallo zusammen, schönen guten Tag und gutes neues Jahr. Wir werden jetzt mit dem neuen Jahr auch mit einem neuen Thema oder neuen Kapitel beginnen. Und zwar werden wir uns jetzt über mehrere Doppelstunden intensiv mit Grammatiken beschäftigen. Im Prinzip kennen Sie schon ein bisschen was über Grammatiken aus Grundbegriffe der Informatik einerseits und so ein kleines wenig haben wir zu Beginn der Vorlesung im Zusammenhang mit regulären Sprachen, endlichen Automaten, schon über Grammatiken oder Regelsysteme, um Sprachen zu erzeugen, gesprochen. Dieses Kapitel wird jetzt Grammatiken ganz systematisch behandeln. Wir werden die sogenannte Chomsky-Hierarchie genau anschauen. Chomsky-Hierarchie ist sozusagen eine Hierarchie von verschiedenen Typen von Grammatiken oder Regelsystemen, um Sprachen zu erzeugen. Und wir werden die systematisch danach untersuchen oder studieren, welche Sprachen, welche Art von Sprachen denn erzeugt werden können über bestimmte Regelsysteme oder Grammatiken. Im Hinblick darauf, ob solche Sprachen geeignet werden als Grundlage für Programmiersprachen. Und da wird das Augenmerk darauf sein, ob in einer bestimmten Klasse von Sprachen, die also über einen bestimmten Typ von Grammatiken erzeugt werden können, auch Sprachen liegen, die, sag mal, jenseits von dem sind, was die Komplexität angeht, jenseits von dem sind, was man sich wünschen würde für Programmiersprachen, also die Frage der Berechenbarkeit, rekursiven Aufzählbarkeit, aber auch Komplexität, ja, ob dort Sprachen bestimmten Sprachklassen, Sprachen sind, die ja, NP-schwer sind, wo das Wortproblem NP-schwer ist. Beziehungsweise von der anderen Seite betrachtet, ob die Regelsysteme zu restriktiv sind, in dem Sinne, dass nur eine sehr eingeschränkte Klasse von Sprachen erzeugt werden kann über bestimmte Art von Regelsystemen. Also es geht um Grammatiken oder in anderen Worten, Regelsysteme, mit denen sich die Wörter einer vorgegebenen Sprache erzeugen lassen. Und um uns das ein bisschen klar zu machen, schauen wir jetzt einfach ein paar Beispiele für solche Regelsysteme an, bevor wir die systematisch klassifizieren. Das erste Beispiel ist so gewählt, weil es den Bezug zu dem Kapitel vorher herstellt. Sie erinnern sich, das letzte Kapitel vor der Weihnachtspause handelte von Komplexität, Komplexitätsklassen, die Klasse P, die Klasse NP, die NP-schweren Probleme. Da betrachtet man Probleme und die Sprachen sind so ein bisschen im Hintergrund, aber wir haben natürlich den Zusammenhang hergestellt zwischen Problemen, Entscheidungsproblemen, etwa auf Graphen, wie das Klickproblem und Sprachen. Ja, insofern kann man natürlich, weil zu dem Entscheidungsproblem Klicke eine Sprache gehört, auch eine Grammatik angeben, die die entsprechende Sprache erzeugt. Und das ist das erste Beispiel. Also wir betrachten die Sprache aller Graphen, die eine Clique enthalten, deren Größe mindestens so groß ist wie die Hälfte der Knoten des Graphen. Ja? Also wenn V die Knotenmenge des Graphen ist, dann soll in den Graphen, die wir hier betrachten, eine Clique existieren der Größe Mächtigkeit V durch 2. Wie kann man diese Sprache aufbauen? Also wir wollen für jeden Graph, der da rein gehört in diese Klasse, eben ein Wort bauen. Ja? Naja gut, man braucht erstmal diese Kardinalität von V, also Zahl n für Kardinalität von V. Man braucht eine Teilmenge, die für die Clique steht, also Wahl einer Teilmenge der Größe Mächtigkeit V durch 2. Und um da eine Clique draus zu machen, muss man alle Knotenpaare in dieser Teilmenge miteinander verbinden, also Zugabe aller Kanten zwischen Knoten aus der zuvor gewählten Teilmenge. Und dann, um sozusagen alle Graphen zu bekommen, die eine Clique der Größe Mächtigkeit V durch 2 haben, muss man natürlich auch noch weitere Kanten
zugeben können, also als vierten Schritt Zugabebeitrag kannten. Das ist ein Regelsystem, über das man alle diese Graphen erzeugen kann, beziehungsweise die entsprechenden Worte, die so einen Graph kodieren. Das ist hochgradig nicht deterministisch, was wir hier an Regeln aufgestellt haben oder als Regelsystem, denn an drei Stellen kann man frei wählen, ja, bei der Zahl n für Mächtigkeit v, bei der Wahl der Teilmenge der Größe Mächtigkeit v durch 2 und bei der Zugabe weiterer Kanten. Ein zweites Beispiel, arithmetische Ausdrücke als Sprache aufgefasst. Wie kann man entsprechende Regeln beschreiben? Na gut, zunächst mal, wenn A ein Symbol aus dem vorgegebenen Alphabet ist, dann ist A für sich genommen ein arithmetischer Ausdruck. Dann A, Symbol für Addition A, also A plus A ist ein arithmetischer Ausdruck. A, oder ein Wort, das einen arithmetischen Ausdruck beschreibt. Und A mal A. Und dann kann man induktiv über diese arithmetischen Ausdrücke weitere arithmetische Ausdrücke bauen. Etwa wenn man jetzt zwei arithmetische Ausdrücke A1 und A2 hat, so sind auch die Ausdrücke A1 in Klammern plus A2 in Klammern, beziehungsweise A1 in Klammern mal A2 in Klammern arithmetische Ausdrücke. Auf die Art bekommt man vielleicht an manchen Stellen Klammern, bei denen man sie nicht dringend brauchen würde, aber das macht ja nichts. Ja. So, das waren jetzt einfach mal zwei ganz simple Beispiele für Regelsysteme, um Sprachen zu erzeugen. Und jetzt allgemein die Definition für solch ein Regelsystem oder für eine Grammatik. Eine Grammatik G besteht aus Alphabet Sigma, der Menge von variablen Symbolen V, dem Startsymbol oder der Startvariablen S und einer Menge von Regeln R. Also Sigma ist ein endliches Alphabet, auch Terminalalphabet genannt. Das ist das Alphabet der Symbole, aus denen die Worte, die wir erzeugen wollen, bestehen. Dann die endliche Menge V. Der Schnitt von V mit Sigma soll leer sein. Das sind also Variablen, sozusagen Hilfssymbole oder auch Nicht-Terminale genannt. Eines davon ist herausgehoben, nämlich das Startsymbol, mit dem man sozusagen jede Produktion beginnt. Und dann hat man eine endliche Menge von Ableitungsregeln oder Produktionsregeln. Und die sehen so aus, aus einem Wort kann man ein anderes machen. Also ein Wort kann man durch ein anderes ersetzen. Das heißt, also man kann die beschreiben als ein Paar bestehend aus linke Seite L und rechte Seite R. Ja? Also eine Ableitungsregel ist ein Paar L, R, wobei ja, die linke Seite nicht das leere Wort sein soll. Das ist eigentlich erstmal die einzige Einschränkung. Also L ist ein Wort über V vereinigt Sigma, das nicht leer sein soll, also ist in V vereinigt Sigma plus. Und die rechte Seite kann ein beliebiges Wort sein, sogar das leere Wort. Das heißt also, R ist in V vereinigt Sigma Sternchen. So, und statt jetzt in Klammern L, R zu schreiben, schreiben wir auch L, Pfeil, R. Nichts anderes bedeutet als, das Wort L darf durch das Wort R ersetzt werden. Das ist die allgemeine Definition einer Grammatik. Also nochmal zur Bedeutung, wenn wir so eine Regel L, R haben oder L, Pfeil, R, dann heißt das, wenn in irgendeinem Wort Z als Teilwort L vorkommt, dann darf dieses L durch R ersetzt werden. Das heißt, also ein neues Wort erzeugt werden, indem L durch R in Z ersetzt ist. Und wenn man das machen kann, dann schreiben wir auch schon mal W, Pfeil Z, also wenn durch irgendeine Ableitungsregel angewendet auf W, weil in W halt ein L vorkommt, was man durch R ersetzen kann und wo eben durch diese Ersetzung dann Z rauskommt, dann schreibt man auch W, Pfeil Z.
Und wenn man aus W Z erzeugen kann durch eine Abfolge von mehreren Produktionsregeln oder Ableitungsregeln, dann schreiben wir auch W Pfeil Z mit einem Sternchen über dem Pfeil. So, und die von einer Grammatik G erzeugte Sprache, L von G, ist die Menge aller Wörter Z aus Sigma Sternchen, für die S ableitbar ist zu Z. Also für die gilt S Pfeil Z Sternchen. Existiert. So weit ist das für Sie eigentlich nichts Neues. Ja, schauen wir uns jetzt einfach nochmal Beispiele an für Grammatiken. Also, wir hatten eben die arithmetischen Ausdrücke als eine Sprache, die über Regeln erzeugt werden kann und jetzt eben wie genauer, wie würde die entsprechende Grammatik aussehen? Na gut, wir hätten als Sigma, als Alphabet, Terminalalphabet, Klammer auf, Klammer zu, Symbol A, möglicherweise auch mehr Symbole, Plus und Mal, also Symbol für die Addition, das Symbol für die Multiplikation. Als Nicht-Terminal-Symbol oder Variable brauchen wir eigentlich nur S. So, und dann folgende Regeln. S wird ersetzt durch S in Klammern plus S in Klammern. S wird ersetzt durch S in Klammern mal S in Klammern. S wird ersetzt durch klein a. S wird ersetzt durch klein a plus klein a. S wird ersetzt durch a klein a mal klein a. Von hinten, sozusagen von unten nach oben gelesen, sind die Regeln nichts anderes als diese Produktionsregeln, nichts anderes als diese Produktionen, von denen wir uns schon vorher überlegt haben, dass man genau die braucht, um arithmetische Ausdrücke aufzustellen. Das heißt also, das ist jetzt nur eine formale Beschreibung von dem, was wir im Beispiel 2 vorhin schon uns angeschaut haben. So, und jetzt, und das ist eine ganz wichtige Folie, die Chomsky-Hierarchie. So wie wir Grammatiken jetzt definiert haben, kann bei den Produktionsregeln, und die sind ja das Entscheidende dafür, was eine Grammatik so alles kann, links und rechts so ziemlich alles stehen. Ja, die einzige Einschränkung, die wir gemacht haben, war, auf der linken Seite soll nicht das leere Wort stehen. Ansonsten können da beliebig lange Wörter stehen, die beliebige Kombinationen von Terminal- und Nicht-Terminal-Symbolen sind. Das ist sehr breit, ja, also keine Einschränkung, kann man sagen. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass man vielleicht Einschränkungen machen will. Und wenn man sozusagen sinnvolle Einschränkungen macht, bekommt man eine Hierarchie von Grammatiken, Regelsystemen, bei denen eine ganze Menge mehr dahinter steckt. Ja? In dieser Hierarchie sozusagen das oberste wäre eine Grammatik ohne weitere Einschränkungen. Ja? Die nennt man auch Typ 0. So, und dann gibt es folgende Einschränkungen. Typ 1. Grammatiken, die ausschließlich Ableitungsregeln der folgenden Form haben. Ableitungsregel hat entweder das Aussehen U wird abgeleitet zu V, wobei U nur aus Nicht-Terminalsymbolen, also nur aus Variablen, besteht, aber nicht das leere Wort sein darf. Während V, die rechte Seite, Terminal- und Nicht-Terminal-Symbole enthalten darf, außer dem Symbol für das Startsymbol. Und da rechts soll auch nicht das leere Wort stehen. Und die linke Seite soll nicht länger sein als die rechte Seite. Also durch eine Ableitungsregel soll das Wort nicht kürzer werden. Das ist alles. Ja? Das sind Einschränkungen, aber nicht viele, sage ich mal. Es soll auch möglich sein, das leere Wort zu erzeugen. Dazu sagen wir, dafür soll es noch die Regel geben, S wird ersetzt durch das leere Wort. Also man sieht jetzt schon mal gleich an diesen Regeln, eine Sprache, die durch eine Typ 1 Grammatik erzeugt wird, kann durchaus das leere Wort enthalten. So.
Diese Grammatiken, die so aussehen, heißen kontextsensitiv. Das werden wir uns gleich nochmal genauer angucken, warum die kontextsensitiv heißen. Also was heißt kontextsensitiv? Das Wort, der Kontext, in dem eine Ersetzung vorgenommen wird, spielt eine Rolle. Wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das im Gegensatz zu den Typ-2-Sprachen, die auch kontextfrei heißen, oder Typ-2-Grammatiken, die auch kontextfreie Grammatiken heißen. Da schränken wir uns noch mehr ein. Die Ableitungsregeln sollen ausschließlich folgende Form haben. A wird ersetzt durch klein v, wobei A nur eine Variable ist. Also wohlgemerkt hier bei den Typ-1-Ableitungsregeln darf links ein Wort stehen. Ja? Wort bestehend aus Variablen. Ja? U ist aus V+. Bei den Typ-2-Grammatiken darf bei einer Ableitungsregel links nur eine Variable stehen. Auf der rechten Seite kann ein Wort stehen, das wieder ein gemischtes Wort ist aus Variablen-Symbolen und Symbolen aus Sigma. Ja? Und das kann sogar das leere Wort sein. Also klein V ist aus, die rechte Seite ist aus Groß V vereinigt Sigma in Klammer Sternchen. Das ist natürlich eingeschränkter als dies hier. Und dann die dritte Einschränkung, jetzt gehen wir noch weiter. Typ 3 Grammatiken oder auch rechtslineare Grammatiken. Das sind Grammatiken, wo die Regeln ausschließlich folgende Form haben. Auf der linken Seite steht eine Variable A, ja, wie bei Typ 2 auch. Und auf der rechten Seite ein Wort V, das eine ganz spezielle Form hat. Entweder ist V das leere Wort oder V besteht aus einem Symbol aus dem Alphabet, also einem Terminalsymbol, gefolgt von einer Variablen. Wenn Sie sich angucken, wie auf die Art durch solche Regeln Wörter erzeugt werden, dann werden die im Prinzip von links nach rechts erzeugt. Ja, das, was Sie am Schluss haben wollen, ist ja ein Wort aus Sigma Stern, ja. Und die können nur erzeugt werden sozusagen von links nach rechts, ja, indem sie sozusagen Symbol für Symbol erzeugen, gefolgt von einer Variablen, über die sie weitere Symbole erzeugen können. Und irgendwann ganz am Schluss, ja, wenn sie sagen, so, das ist jetzt das Wort, das ich haben will, sollten sie diese Variable durch Epsilon ersetzen. Ja. Dafür brauchen sie die Regel A nach V mit V gleich Epsilon. Okay, also dass wir hier von Typ 0 über Typ 1 über Typ 2 nach Typ 3 uns immer mehr einschränken, das ist offensichtlich. Noch eine Bemerkung zu den Definitionen jetzt von Typ 1 und Typ 2, 3. An anderer Stelle sehen Sie vielleicht als eine Definition für Typ 1 oder Typ 2 Grammatiken Definitionen, die sich ganz leicht unterscheiden. Das ist halt Geschmackssache, welche Definition man jetzt genau nimmt und welche Eigenschaft der entsprechenden Sprachen sozusagen implizit dann erfolgt. Also Sie werden, selbst wenn Sie eine Definition für kontextfreie Grammatiken sehen, die sich von der ein bisschen unterscheidet, werden Sie damit nicht zu einer anderen Sprachklasse kommen. Das ist alles, was ich damit sagen will. Das ist ziemlich offensichtlich. So, jetzt vielleicht erstmal zu der Frage, warum heißen die Typ-1-Grammatiken kontextsensitiv und die Typ-2-Grammatiken kontextfrei. Also nochmal zu den Typ-1-Grammatiken. Hier haben Sie nur Regeln von der Form. U wird abgeleitet zu V. U ist ein Wort, bestehend nur aus Variablen, das insbesondere nicht leer ist. V ist ein Wort, gemischtes Wort, bestehend aus Variablen oder Symbolen aus dem Terminal, also Terminalsymbolen oder Symbolen aus Sigma. Das Einzige, was Sie nicht erlauben, ist, dass rechts das Startsymbol vorkommt und dass insgesamt rechts das leere Wort erzeugt wird. Und die einzige weitere Einschränkung ist, dass die linke Seite nicht länger als die rechte Seite sein soll. So, was hier passieren kann, ist, dass Sie etwa eine Variable b ersetzen dürfen durch xy, aber nicht
immer, wenn Sie B sehen, sondern nur in einem bestimmten Kontext. Es kann sein, dass Sie die Regel haben, als Regel. A, B, C wird abgeleitet zu A, X, Y, C. Ja, das kann eine Regel sein. Was wird da gemacht? Da wird einfach das B ersetzt durch X, Y. Wenn Sie diese Regel haben, heißt das aber noch lange nicht, dass Sie immer, wenn Sie irgendwo ein B sehen, auf der linken Seite oder in einem Wort, Sie das B ersetzen können durch XY. Also wenn diese Regel existiert, muss deshalb noch lange nicht erlaubt sein, DBC zu ersetzen durch DXYC. Das heißt also, ob B ersetzt wird durch XY, hängt von dem Kontext ab, in dem B steht. Und es ist ganz offensichtlich, gehen wir nochmal eins zurück, dass bei Typ 2 Grammatiken dies anders ist. Weil bei Typ 2 Grammatiken haben Sie ja links nur eine Variable stehen. Und wenn Sie die Regel haben, diese Variable A darf ersetzt werden durch XY, dann können Sie das A immer ersetzen durch XY. Egal, ob davor oder dahinter das Himmel was steht. Ja? Diese Regel können Sie immer anwenden, wenn A irgendwo in einem Wort vorkommt. Deshalb kontextfrei, ja, als Bezeichnung für Typ 2 Grammatiken, kontextsensitiv als Bezeichnung für Typ 1 Grammatiken. So, ich habe angekündigt, dass wir uns jetzt diese verschiedenen Grammatiken systematisch danach anschauen, wie mächtig diese entsprechenden Regelsysteme sind, also wie groß die Sprachklassen sind, die auf diese Art erzeugt werden können, also die Typ 0 Grammatik, Typ 1 Grammatik und so weiter erzeugt werden können. Und das im Hinblick darauf, ob da Sprachen drin sind, wo das Wortproblem sehr schwierig ist oder einerseits oder andererseits schon bestimmte Sprachen, von denen wir sagen, naja, die sollte man doch auf jeden Fall erzeugen können, gar nicht mehr durch so eine Grammatik erzeugt werden können. Ja? Und wir kreisen sozusagen von oben und unten dann die Klassen ein, Typ 1 und Typ 2 und vor allem 2, die besonders interessant sind. Ja? So, jetzt fangen wir also mal ganz oben an. Typ 0, Chomsky 0, Grammatiken. Grammatiken, wo Sie gar keine Einschränkungen haben daran, wie die Regeln aussehen. Was für Sprachen können da entstehen? Und hier steht schon in der Überschrift Chomsky, Null Grammatiken und Semi-Entscheidbarkeit. Also wir werden hier landen bei den semi-entscheidbaren Sprachen und auch nicht mehr. Das heißt, und auch nicht weniger im Sinne von, da können auch nicht entscheidbare Sprachen bei rauskommen. Weil semi-entscheidbar, aber nicht entscheidbar sind. So, erste Hälfte dieses Satzes ist, falls wir eine semi-entscheidbare Sprache haben, oder in anderen Worten eine rekursiv aufzählbare Sprache, so können Sie für diese Sprache immer eine Chomsky-Null-Grammatik angeben, die die Sprache erzeugt. Für jede semi-entscheidbare Sprache gibt es eine Chomsky-Null-Grammatik. Das heißt also, die semi-entscheidbaren Sprachen sind schon mal mit drin in der Menge oder Klasse der Sprachen, die durch Typ 0 Grammatiken erzeugt werden. Und damit insbesondere möglicherweise auch nicht entscheidbare Sprachen. Oder damit insbesondere auch nicht entscheidbare Sprachen. Wie beweist man den Satz? Das ist gar nicht so schwer. Was heißt, Sprache L ist rekursiv aufzählbar oder semi-entscheidbar? Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die Sprache L akzeptiert. Turing-Maschine, die nicht unbedingt auf jede Eingabe hält, aber auf Eingaben, die Worte aus L sind, hält, und zwar im akzeptierenden Endzustand. Erinnern sich. Hier steht deterministische Turing-Maschine. Wir haben in dem Kapitel Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit im Prinzip nur deterministische Turing-Maschinen angesehen, aber da war eigentlich auch schon klar, dass die nicht-deterministischen und deterministischen Turing-Maschinen sich in Bezug auf Entscheidbarkeit, Semi-Entscheidbarkeit gar nicht unterscheiden.
Das wird nächste Woche in der Übung auch nochmal kurz vertieft. Wir können, das haben wir auch in dem Kapitel 2 immer schon mal gemacht, OBD annehmen, dass diese Turing-Maschine M genau einen akzeptierenden Endzustand hat, genau einen, nämlich QJ. Und wir können auch OBD annehmen, dass bei einer akzeptierenden Berechnung am Schluss das Band sauber leer geputzt ist, also nur noch Planks auf dem Band stehen. So, und der Zustand Q0, der komme nur in der Anfangskonfiguration vor. Dann müssen wir jetzt einfach für eine Sprache L, zu der wir so eine Turing-Maschine M haben, die L akzeptiert, eine Grammatik konstruieren, die diese Sprache produziert. Ja? Also wir konstruieren eine Grammatik G zur Turing-Maschine M. Und wie machen wir das? Ja, stellen Sie sich mal vor, einerseits, was so eine Turing-Maschine macht, andererseits, was so eine Grammatik macht. Turing-Maschine, die bekommt ein Eingabewort und wendet dann Übergangsregeln Delta an, bis im positiven Fall, wenn das Eingabewort aus der Sprache der Turing-Maschine kommt, der akzeptierende Endzustand erreicht ist. In der Zeit wird dieses Wort, das Eingabewort, irgendwie modifiziert und nach den Annahmen, die wir hier gemacht haben, im Prinzip weggelöscht. Ja. Am Schluss sollen nur Planks auf dem Band stehen. Und was passiert, wenn wir so ein Wort erzeugen mit einer Grammatik? Wir fangen mit nichts an, ja. Nehmen Startsymbol oder die Startvariable S und wenden dann Regeln an, erstmal S nach irgendwas und dann und so weiter, bis wir das Wort haben. Ja. Also im einen Fall wird das Wort sozusagen abgearbeitet, bis wir in QJ enden und das Band ist leer und im anderen Fall wird sozusagen aus S heraus das Wort produziert. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Grammatik zu M aufstellen wollen, müssen wir uns einfach sozusagen rückwärts anschauen, wie eine Berechnung von M aussieht. Und dann für jeden Übergang, der in dieser Berechnung stattfindet, eine entsprechende Ableitungsregel vorsehen. Also eigentlich ganz einfach. Ne? So, also Rückwärtsberechnung. Naja gut, wie sehen solche Übergangsregeln aus? Übergangsregeln der Turing-Maschine. Etwa Delta QA, wir sind im Zustand Q, und gelesen wird gerade A, oder der Leseschreibkopf steht an der Stelle und da steht A. Und was dann folgt ist, wir gehen in den Zustand Q', das A wird ersetzt durch A' und der Leseschreibkopf geht nach rechts. Ja, das ist die eine Möglichkeit, die andere ist eben so eine Ersetzung und der Leseschreibkopf geht nach links, oder die dritte Möglichkeit, so eine Ersetzung, der Leseschreibkopf bleibt, wo er ist. Was ist die entsprechende Regel sinnvollerweise? Naja gut, also wenn im Zustand Q das A durch A' ersetzt wird und wir in den Zustand Q' gehen, dann heißt das also rückwärts betrachtet, A'Q' soll durch QA ersetzt werden. Ja. Das nach rechts gehen des Leseschreibkopf, woran sehen Sie hier überhaupt, wo der Leseschreibkopf ist? Naja gut, wir benutzen hier eine Notation, wo wir sozusagen den Zustand, das Symbol für den Zustand, immer links von dem Symbol schreiben, das gerade vom Leseschreibkopf, auf das gerade vom Leseschreibkopf gezeigt wird. Dementsprechend brauchen wir bei einer Rechtsbewegung des Leseschreibkopfs hier nichts weiter vorsehen. Ja. Bei einer Linksbewegung des Leseschreibkopfs muss man schon mal genauer hingucken. Ja. Also, wenn wir haben Delta QA ist Q'A'L, dann brauchen wir also eine Ableitungsregel, wo dieses Q'A' ersetzt wird durch QA, aber auch drin kodiert ist, dass der Leseschreibkopf nach links geht. Ja. Und deshalb brauchen wir noch das
müssen wir noch mit einbeziehen, das Symbol B, das links steht von dem Leseschreibkopf, von der Stelle, wo der Leseschreibkopf ist, wenn er da im Zustand Q ist und A liest. Ja. Das heißt also, wir brauchen dafür Regeln der Form Q'BA' wird ersetzt durch BQA für alle möglichen B, die da stehen. Ja? Also für B aus Sigma, für alle B aus Sigma. So, und für die Übergangsregel Delta QA gleich Q'A'N brauchen wir eine Ableitungsregel Q'A' wird ersetzt durch QA. Okay. Das sind jetzt die ganz normalen Regeln, die wir brauchen für ganz normale Übergänge. Jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, wie endet die Berechnung und wie müssen die entsprechenden Regeln aussehen in unserer Grammatik. Andererseits, was ist am Beginn der Berechnung? Am Schluss der Berechnung, haben wir ja gesagt, sind wir im Zustand QJ und das ganze Band soll nur noch Planck-Symbole enthalten. Damit starten wir jetzt bei der Grammatik, ja, oder bei den Regeln unserer Grammatik. Das heißt also, wir brauchen sozusagen Regeln, um diese akzeptierende Schlusskonfiguration hinzubekommen. Na gut, da brauchen wir halt eine Regel, die das Symbol für den akzeptierenden Endzustand erzeugt, also eine Regel S nach QJ und Regeln, die dafür sorgen, dass ansonsten nur Plancks erstmal da stehen, also QJ nach Planck QJ, QJ nach QJ Planck. Eine. Und das andere Seite, die Schlussregeln. Also wir schauen uns an, wie die Berechnung der Turing-Maschine startet und überlegen wir uns, was wir dann noch als Regeln brauchen, um bei der Erzeugung des entsprechenden Wortes rauszukommen. Also bei dem Wort rauszukommen. Also die Turing-Maschine würde starten mit, sie ist im Zustand Q0 und auf dem Band steht nur W1 bis Wn, das Eingabewort. Und die Produktionsregeln, die sollen am Schluss genau W1 bis Wn produzieren. Bisher haben wir aber in unseren Produktionsregeln immer noch Symbole für die Zustände mitschleppen müssen. Das heißt also, wir müssen jetzt noch das Symbol für Q0 loswerden. Also brauchen wir noch Regeln, Planck Q0 wird ersetzt durch Q0, Q0a wird ersetzt durch AQ0, Q0 Planck wird ersetzt durch Q0, Q0 wird ersetzt durch das leere Wort. Also Zusammenfassung, das ist jetzt ein ziemlich mechanischer Beweis gewesen. Wenn Ihnen da Einzelheiten nicht klar sind, würde ich Ihnen einfach raten, gucken Sie sich eine ganz einfache Abarbeitung eines Wortes der Turing-Maschine an und überlegen Sie sich selber, wie würde ich jetzt dieses Wort aus S aus produzieren wollen. So, also, was wir gemacht haben ist, wir haben zu einer Berechnung einer Turing-Maschine Regeln aufgestellt, so dass ein Wort durch das entsprechende Regelsystem erzeugt werden kann, indem man eben sozusagen die Berechnung rückwärts läuft. Und das heißt also, für alle Wörter, die durch G erzeugt werden, für alle Wörter, die durch M akzeptiert werden, gibt es eine Erzeugung durch Regeln in G und umgekehrt. Mit den Regeln in G können wir auch nur Wörter erzeugen, die von M akzeptiert werden. Gut, das war jetzt die eine Richtung. Es gilt noch mehr. Es gilt, die Sprachen, die durch Grammatiken vom Typ 0 erzeugt werden, sind genau die rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das heißt also, auch die Umkehrung des Satzes zuvor gilt, die von Typ 0 Grammatiken G erzeugten Sprachen sind rekursiv aufzählbar. Was müssen wir machen, um diesen Satz zu beweisen?
ja gut, wir müssen uns eine beliebige Typ-0-Grammatik G vorgeben und zeigen, dass wir dazu eine Turing-Maschine konstruieren können, die genau die Sprache akzeptiert, die durch die Typ-0-Grammatik erzeugt werden kann. Und wie das immer so ist, ist es immer leichter, eine nicht-deterministische Turing-Maschine oder nicht-deterministisches Berechnungsmaschine anzugeben zu irgendeiner Sache als eine deterministische. Das heißt also, wir konstruieren zunächst eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die die Sprache L von G für eine beliebige Typ-0-Grammatik G akzeptiert. Und wie soll die aussehen? Na ja gut, die schreibt erstmal S auf das Band, also das Startsymbol von LG. Dann wählt sie eine beliebige anwendbare Ableitungsregel, vergleicht das erzeugte Wort mit der Eingabe. Bei Gleichheit wird das Eingabewort akzeptiert und ansonsten wählt sie halt eine andere anwendbare Ableitungsregel. Wenn die Turing-Maschine so vorgeht, ich meine, es ist eine hochgradig nicht deterministische Turing-Maschine, aber wenn die so vorgeht und das Wort aus der von G erzeugten Sprache L von G ist, dann muss es auch irgendeine Berechnung geben, die dieses W akzeptiert. So. Natürlich, das war jetzt so einfach, weil wir gesagt haben, die Turing-Maschine darf nicht deterministisch sein. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, im Prinzip haben wir das schon implizit gehabt, dass deterministische und nicht deterministische Turing-Maschinen gleich mächtig sind in Bezug auf die Sprachklasse, die akzeptiert wird. Und in der nächsten Woche wird das auch nochmal genauer angeguckt, wieso das so ist. Wohlgemerkt, im letzten Kapitel Klassen P, NP, NP-vollständige Probleme, haben wir da so eine ganz klare Unterscheidung gemacht zwischen dem, was deterministische Turing-Maschinen können und dem, was nicht-deterministische Turing-Maschinen können und auch ganz deutlich gesehen, dass nicht-deterministische Turing-Maschinen ja anscheinend offensichtlich mächtiger sind. Aber sie sind nur mächtiger in Bezug auf, wie effizient sie was machen können. Wie schnell sie ein Wort akzeptieren können, eine Berechnung vornehmen können. So, Zwischenfazit. Also, zu den allgemeinsten Grammatiken, Typ-0-Grammatiken, haben wir festgestellt, Klasse der Typ-0, die von Typ-0-Grammatiken erzeugten Sprachen, ja, ist die Klasse der von nicht-deterministischen Turing-Maschinen akzeptierten Sprachen, dasselbe wie die Klasse der von deterministischen Turing-Maschinen akzeptierten Sprachen. Die Klasse und das ist genau die Klasse der rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das heißt also, das Wortproblem ist im Allgemeinen für eine Typ-0-Grammatik nicht entscheidbar. Also semi-entscheidbar, aber nicht entscheidbar. Im Allgemeinen nicht entscheidbar. Das heißt also, gar keine Einschränkungen zu machen an die Ableitungsregeln der Grammatik ist einfach zu liberal oder zu tolerant oder zu weit. Ja. Da kriegen sie eine riesen Sprachklasse, in der insbesondere Sprachen drin sind, wo das Wortproblem nicht entscheidbar ist. Gut, dann gehen wir jetzt mal ans andere Ende, sozusagen die restriktivste Sorte von Grammatiken schauen wir uns an. Das sind die Chomsky-3-Grammatiken oder rechtslinearen Grammatiken. Zur Erinnerung, da sahen die Regeln so aus. Auf der linken Seite steht ein Nicht-Terminalsymbol oder eine Variable und auf der rechten Seite ein Wort, das entweder das leere Wort ist oder die sehr eingeschränkte Form hat. Das Wort ist gleich klein a, B mit klein a aus Sigma und B Variable. So. Ich habe Sie ja schon darauf aufmerksam gemacht, wie durch solche Regeln Wörter erzeugt werden. Die werden einfach so von links nach rechts erzeugt, Symbol für Symbol. Da kann man sich schon ziemlich schnell denken,
dass die Sprachen, die da rauskommen, genau die Sprachen sind, die durch endliche Automaten akzeptiert werden. Das ist sehr leicht beweisen. Ja. Das machen wir jetzt. Also die Klasse der von endlichen Automaten akzeptierten Sprachen ist genau die Klasse der von Chomsky-3-Grammatiken erzeugten Sprachen. Haben wir jetzt also sozusagen beide Richtungen in einem Satz. Ja. Für jede Sprache, die von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, können wir eine Chomsky-3-Grammatik angeben, die diese Sprache erzeugt, und umgekehrt für jede Sprache, die durch eine Chomsky-3-Grammatik erzeugt wird, können wir einen endlichen Automaten angeben, der diese Sprache akzeptiert. Das heißt also, der Beweis, der hat zwei Richtungen. So, also die erste Richtung, wir haben eine Sprache, die durch einen endlichen Automaten akzeptiert wird, und ruhig sagen, durch einen deterministischen endlichen Automaten. Wir wollen dazu eine Typ-3-Grammatik angeben, die genau diese Sprache erzeugt. Also wir betrachten in DEA A zur Sprache L, das übernennen wir den A und ein L, bestehend aus der Zustandsmenge Q, dem Alphabet Sigma, den Übergangsregeln Delta, dem Schachsymbol, dem Schachzustand Q0 und der Menge von N-Zuständen F. Und dazu bauen wir eine Typ-3-Grammatik GL, sodass L von GL gerade L von AL ist. Ja, wie machen wir das? Wir nehmen als Variablenmenge die Menge der Zustände. Startvariable oder Startsymbol ist dann das Q0. Und folgende Regeln produzieren wir. Wenn Q ein Endzustand ist, dann wollen wir die Regel haben Q nach Epsilon. Und ansonsten für jeden Übergang Delta von QA gleich Q', also wenn der endliche Automat im Zustand QA liest, geht er in den Zustand Q'. Für jeden solchen Übergang brauchen wir einfach nur die Regel Q wird ersetzt durch A Q'. Dann produziert diese Grammatik ein Wort aus der Sprache, sozusagen von vorne nach hinten oder von links nach rechts, genau so wie der endliche Automat dieses Wort von links nach rechts abarbeiten würde. Nämlich, gucken wir uns das mal an, W sei ein Eingabewort, das von AL akzeptiert wird. Das W habe die Form W1 bis WN. Und die akzeptierende Berechnung durchlaufe die Zustände Q0 bis Qn mit Qn-Endzustand. Dann können wir für dieses Wort W1 bis Wn folgende Produktion angeben. Q0 wird ersetzt durch W1 Q1. W1 Q1 wird ersetzt, indem wir wird ersetzt durch W1 W2 Q2, indem wir die Ableitungsregel Q1 nach W2 Q2 anwenden und so weiter, bis wir bei WQn sind, und dann wird Qn ersetzt durch Epsilon, weil Qn Endzustand ist und für die Variablen zu Endzuständen diese Regel Q nach Epsilon vorgesehen. Ziemlich offensichtlich, und die Umkehrung ist genauso offensichtlich. Wir haben eine Typ-3-Grammatik GL und geben dazu einen endlichen Automat an, der genau die Wörter der Sprache, die durch GL produziert wird, akzeptiert. Und wir machen uns das Leben wieder leicht, indem wir einen nicht-deterministischen endlichen Automaten angeben. Also ein nicht-deterministisches Konstrukt zu bauen, ist immer einfacher als ein deterministisches. Und wir wissen ja bei endlichen Automaten auch, dass zu jedem nicht-deterministischen endlichen Automat ein äquivalenter deterministischer endlicher Automat angegeben wird. Also da brauchen wir jetzt gar keine große Unterscheidung zu machen. Und dieser NEA, der sähe so aus, das wäre so ein Automat AL bestehend aus Zustandsmenge Q, Alphabet Sigma, Übergängen Delta, Anfangszustand Q0 und Endzustandsmenge QF. Naja gut, dasselbe umgedreht. Also als Zustandsmenge Q definieren wir gerade die Menge der Variablen, als Anfangszustand Q0 gerade der Zustand zum Startsymbol,
der Grammatik. Die Endzustände, das sind genau die Variablen a, für die gilt, es gibt, oder Zustände zu den Variablen a, für die gilt, es gibt die Übergangsregel a nach Epsilon in der Grammatik GL. Ja, und als Übergang Delta a groß a, klein a brauchen wir für alle Regeln der Form groß a kann ersetzt werden durch klein a gefolgt von b, eben als Folgezustand das b. Ja? Und hier ist auch der Nicht-Determinismus. Ja? Es kann ja in dem Regelsystem verschiedene Regeln geben der Form a nach Symbol aus Sigma gefolgt von der Variablen. Ja, da kann es geben a nach klein a b und a nach klein b groß c und so weiter. Und für jedes dieser Variablen, die da rechts vorkommen, also b und c, dann in dem Fall bräuchte man hier einen Folgenzustand für die Situation, wir sind im Zustand groß a und lesen das Symbol klein a. Ja, dieser endliche Automat ist jetzt genau so gebaut, dass die Abarbeitung eines Wortes, das durch Regeln aus GL produziert werden kann, in einem akzeptierenden, in einem Endzustand endet. Sei W gleich W1 bis Wn so ein Wort der Sprache L, die durch GL erzeugt wird, dann gibt es ja eine Folge von, da gibt es ja eine Ableitung von S, die in W endet, und die Regeln, die sehen so aus, wie es bei Typ 3 Grammatik immer der Fall ist. Also erstmal wird so ein Symbol W1 aus, das Symbol W1 aus Sigma erzeugt, gefolgt von einer Variablen, die kann dann ersetzt werden, die wird dann ersetzt durch W2 gefolgt von einer Variablen und so weiter, bis wir bei W gefolgt von AN sind. AN, und zu AN haben wir eine Regel, AN wird ersetzt durch das leere Wort. Das heißt also, so eine Ableitungsregel, die bei S, Folge von Ableitungen, die bei S starten und W enden, existiert. Und wenn wir die einfach sozusagen Regel für Regel ersetzen durch die entsprechenden Übergänge, dann haben wir also eine Abarbeitung in unserem endlichen Automaten, die im Anfangszustand Q0 gleich S beginnt, wo durch Lesen von W1 in den Übergang, in den Zustand A1 gegangen wird, dann durch Lesen von W2 in den Zustand A2 und so weiter, bis eben W ganz abgearbeitet ist und wir im Zustand AN sind, der ja Endzustand ist, weil in dem Regelsystem AN nach Epsilon existiert. So. Und natürlich gibt es für alle akzeptierenden Berechnungen des so konstruierten Automaten eine entsprechende Ableitung. Das heißt, wir haben ja auch nichts konstruiert, wo noch mehr Worte als die Worte, die in L von GL sind, akzeptiert werden. So, was sagt uns das? Na gut, also diese Beobachtung, dass die Sprachen, die durch Typ-3-Grammatiken erzeugt werden, gerade die Sprachen sind, die durch endlichen Automaten akzeptiert werden, sagt uns schon, dass diese Sprachklasse sicher zu restriktiv oder zu klein oder zu eng ist. Denn wir wissen, dass zum Beispiel die Sprache der korrekten Klammerausdrücke nicht regulär ist, also nicht durch endliche Automaten akzeptiert werden kann oder erkannt werden kann, also dann auch nicht Typ 3 sind. Das heißt also, Typ 3 Grammatiken sind zu einschränkend. Einschränkend, um zum Beispiel schon syntaktisch korrekte Programme beschreiben zu können. Also Fazit, wir müssen uns auf Typ 1 und Typ 2 jetzt mal konzentrieren. Also irgendwo zwischen Typ 0 und Typ 3 sind die interessanten Grammatiken. Ja? Gut, dann machen wir mal weiter und gucken uns Typ 1 an. Also Chomsky-1-Grammatiken oder Typ-1-Grammatiken, das waren ja die kontextsensitiven Grammatiken. Die entsprechenden Sprachen heißen kontextsensitive Sprachen. Das heißt also, wie sahen die Regeln aus? Ein Wort kann nur bestehend aus Variablen kann ersetzt werden durch irgendein Wort bestehend aus Variablen und Terminalsymbolen.
Das darf aber nicht kürzer werden. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal wieder Turing-Maschinen an. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass wir mit Typ-1-Grammatiken auch Sprachen produzieren können, bei denen das Wortproblem sehr komplex ist. Und dafür schauen wir uns jetzt aber erstmal an, den Speicherbedarf, den eine Turing-Maschine braucht, um bestimmte Eingaben zu erkennen. Das haben wir bisher kaum gemacht. Ja. Speicherbedarf haben wir kaum angeguckt, wir haben uns immer auf Laufzeit konzentriert. Wenn man den Speicherbedarf anschauen will, dann macht man das typischerweise, indem man ein Turing-Maschinenmodell betrachtet, bei dem man ein Arbeitsband hat. Ja, also die Eingabe steht auf dem Eingabeband und für die Zwischenschritte, wo die Eingabe also irgendwie modifiziert wird, benutzt man ein Arbeitsband und sozusagen der Raum des Arbeitsbandes, der benutzt wird oder gebraucht wird, um eine bestimmte Berechnung durchzuführen, der ist entscheidend als Speicherbedarf. Ja. Also, wir betrachten eine Turing-Maschine, wo man separates Read-Only-Band oder Eingabeband haben und der Speicherbedarf einer Berechnung dieser Turing-Maschine wird gemessen anhand von der maximalen Anzahl von Positionen des Arbeitsbandes, die benötigt werden oder gebraucht werden. Und dann kann man verschiedene Komplexitätsklassen definieren, Komplexitätsklassen in Bezug auf Speicherbedarf. Zum Beispiel D-Tape, Tape steht für Speicher und D für deterministisch in dem Fall, von S von N, also S ist eine Funktion in der Eingabelänge N. D-Tape S von N ist die Klasse der Sprachen L, für die es eine deterministische Turing-Maschine gibt, mit Platzbedarf S von N bei Eingabelänge N. Also wir messen jetzt den Speicherbedarf, genau wie auch die Laufzeit, durch eine Funktion in der Eingabegröße. Ja, gucken, abhängig von der Eingabegröße, wie viel Speicherplatz wird gebraucht. Und hier ist es auch sinnvoll, deterministische und nicht deterministische Turing-Maschinen getrennt zu betrachten. Ja, da können sich wieder Unterscheidungen auftun. Deshalb also D-Tape, S von N für Klasse der Sprachen, eine deterministische Turing-Maschine, Platzbedarf S von N hat. Und N-Tape, S von N, die Klasse der Sprachen, für die eine nicht deterministische Turing-Maschine mit Platzbedarf S von N existieren. Vielleicht ein paar allgemeine Überlegungen mal vorneweg. Es ist natürlich klar, dass D-Tape S von N enthalten ist in N-Tape S von N. Das ist wie bei Laufzeiten auch. Ja, das, die nicht-deterministische Turing-Maschine, die kann alles das mit dem gleichen Speicherbedarf, was eine deterministische Turing-Maschine kann und noch möglicherweise noch mehr. Man kann auch leicht zeigen, dass N-Tape N gleich N-Tape F von N ist. Für alle Funktionen, die linear in N wachsen. Konstanten. So, und was man beweisen kann, was wir hier aber nicht machen, ist, dass die Klasse der von Chomsky 1-Grammatiken erzeugten Sprachen genau die Klasse N-Tape N ist. Also eine von der Chomsky 1-Grammatik oder Typ 1-Grammatik erzeugten Sprache kann von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine mit einem Platzbedarf, der genauso groß ist oder beschränkt ist, nach oben beschränkt ist, durch die Länge der Eingabe akzeptiert werden. Jetzt ist dann immer noch die Frage, ja, und was ist das denn jetzt für eine Klasse? Also ein Speicherbedarf, der nicht größer ist als die Länge der Eingabe, oder ein Platzbedarf, also das, was
sozusagen auf dem Arbeitsband während der Berechnung belegt wird, sind auch nicht mehr Positionen als die Länge der Eingabe. Ja? Welche Sorte von Sprachen oder Problemen fällt in diese Klasse rein? Ja? Das ist jetzt immer noch die Frage. Zunächst mal nur nebenbei bemerkt, ob hier bezüglich dem Platzbedarf N sich nicht-deterministisch und deterministische Turing-Maschinen unterscheiden, ist offen. Ja? Also ob N-Tape N gleich D-Tape N ist, wissen wir noch nicht. Und was wir uns jetzt klar machen, ist, dass in N-Tape N auch NP-vollständige Probleme liegen können. Oder Sprachen zu NP-vollständigen Problemen. Dafür picken wir uns eins raus, nämlich das Klickproblem. Und jetzt sehen Sie auch, warum wir ganz am Anfang als Beispiel für ein Regelsystem, gerade ein Regelsystem angeguckt haben, das sozusagen die Graphen erzeugt mit einer Clique der Größe, in dem Fall Mächtigkeit V durch 2. Also wie war dieses Klickproblem definiert? Zunächst, also Sie haben gegeben einen Graph und eine Clique ist ein Teilgraph, bei denen der vollständig ist, also wo alle Knoten vollständig miteinander verbunden sind. Und das Entscheidungsproblem Clique war das Problem gegeben, ein Graph und ein Parameter k oder eine Zahl k, kleiner gleich Anzahl der Knoten des Graphen. Gibt es eine Clique in dem Graph, die mindestens k Knoten enthält? Ja? So, und Sie erinnern sich, dieses Problem ist NP-vollständig. So, und dieses Problem kann man aber mit einer deterministischen Turing-Maschine, mit einer deterministischen Turing-Maschine wohlgemerkt sogar, mit einem Platzbedarf, der beschränkt ist durch die Größe des Graphen oder sogar Anzahl der Knoten des Graphen, berechnet werden oder entschieden werden. Ja? Wie geht das? Also, unser Eingabegraph G besteht aus V und E und dieses V sei jetzt mal eine Menge mit N Knoten durchnummeriert, 1 bis N. Und außerdem sei gegeben so ein K zwischen 1 und N. Und jetzt benutzen wir für die Berechnung, die uns entscheidet, ob so ein konkreter Graph G eine Clique der Größe mindestens K enthält, sozusagen einen N-Vektor, bestehend nur aus Nullen, der Nullen, Nullen und Einsen enthält, der uns im Prinzip eine beliebige Teilmenge der Knotenmengen des Graphen kodiert. Ja? Also so ein 0,1-Vektor der Länge n kodiert uns eine Teilmenge von v, nämlich wenn an der i-ten Stelle eine 1 steht, dann ist der Knoten i in der Teilmenge drin und wenn da eine 0 steht, ist der Knoten i nicht drin. Ja? Und wir müssen ja, um zu entscheiden, ob g eine Clique der Größe mindestens k hat, sozusagen entscheiden können, ob es eine Teilmenge gibt, die mindestens k Knoten enthält, und wo sämtliche Knoten, die in der Teilmenge sind, paarweise durch eine Kante verbunden sind. Ja, was muss man dafür eigentlich machen? Dafür müsste man einfach nur jeden Vektor C aus 0, 1 hoch n testen, ob die zugehörige Menge groß C, Teilmenge von V, eine Clique der Größe K ist. Um die Größe k zu bekommen, müssen wir einfach die Anzahl der Einsen zählen in dem 0,1-Vektor. Und um zu sehen, ob das eine Clique ist, müssen wir einfach für alle ci, cj, wo an der entsprechenden Stelle im Vektor c eine 1 steht, nachgucken, ob ij Kante ist. Ja? Ja, was macht man jetzt mit so einem Band, von dem wir höchstens N-Positionen benutzen dürfen, folgendermaßen, indem wir alle Vektoren C über 0,1 aus 0,1, N halt der Reihe nach durchtesten in lexikografischer Reihenfolge. Also wir fangen mit 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter an. Nach einem positiven Test in der Art, wir gucken erstmal nach, wie viele Einsen sind drin, wenn es mindestens K sind, gucken wir nach, ob die entsprechenden Knoten miteinander verbunden sind. Ja, nach einem positiven Test dieser Art können wir sagen, okay, Eingabe wird akzeptiert, fertig. Wenn der Test für den konkreten Vektor negativ ausfällt, dann nehmen wir einfach den Lexik-
physikalisch nächsten Vektor. Okay, das ist zwar zeitmäßig aufwendig, ja, 2 hoch n Vektoren müssen wir da durchprobieren, aber wir brauchen auf unserem Arbeitsband immer nur den Platz für so einen n-Vektor. Das heißt also, insgesamt wurde nur linearer Speicherplatz benötigt, sogar nur der Speicherplatz n. Ja. Und das Ganze ist natürlich deterministisch. Ja. Wir gehen einfach diese Vektoren der Reihe nach durch und bei jedem Vektor gucken wir einfach immer in einem Eingabe, ja, also auf dem Eingabeband steht g kodiert, gucken wir einfach immer nur nach, wenn also diese Zählung, wie viele Einsen sind in dem Vektor, da sind mindestens k Einsen, rauskommt, gucken wir einfach in der Eingabe nach und sind die entsprechenden Knoten miteinander verbunden. Dafür brauchen wir das Band nicht, das ist alles, was ich damit sagen will. Okay, das heißt also, wenn unsere Annahme, dass P ungleich NP ist, stimmt, dann ist das Wortproblem für Typ 1 Grammatiken oder kontextsensitive Grammatiken beziehungsweise kontextsensitive Sprachen im Allgemeinen nicht in polynomialer Zeit entscheidbar. Das ist nicht so gut. Man würde sicher gerne in Polynomialzeit überprüfen können, ob ein Eingabeprogramm syntaktisch korrekt ist. So, jetzt noch eine Bemerkung zu Chomsky 1 Grammatiken. Ich habe am Anfang schon gesagt, diese Definitionen für die Grammatiken, wie wir sie bei der Folie mit der Chomsky-Hierarchie gesehen haben, die kann an einzelnen Stellen variieren. Ja. Man kann zum Beispiel auch Chomsky 1 Grammatiken ja, erstmal auf den ersten Blick eingeschränkter definieren. Ja, oder man, aber was dabei herauskommt, ist nichts anderes. Also man kann zeigen, dass für jede Chomsky 1 Grammatik eine äquivalente Grammatik existiert, also eine Grammatik, die genau dieselbe Sprache erzeugen kann, bei der alle Regeln ja, eine auf den ersten Blick eingeschränktere Form haben. Nämlich so aussehen, auf der linken Seite steht entweder ein Symbol A und auf der rechten Seite, also Variable, rechten Seite eine Variable oder zwei Variablen oder ein Terminalsymbol oder auf der linken Seite stehen zwei Variablen und auf der rechten Seite zwei Variablen. Das sieht deutlich eingeschränkter aus als das, was wir ursprünglich bei der Definition hatten, wo wir nur gesagt haben, die linke Seite darf nicht länger sein als die rechte Seite und auf der rechten Seite soll das Wort Epsilon nur stehen, wenn links S ist und auf der rechten Seite soll S nicht stehen, aber ansonsten kann da links und rechts und auf der linken Seite natürlich nur Variablen, aber ansonsten kann da links und rechts stehen, was auch immer da stehen könnte. Ja. Also hier, die Regeln sehen erstmal deutlich eingeschränkter aus, aber sie sind nicht wirklich einschränkend. Das ist nur eine Bemerkung. So, nach all diesen Überlegungen ist klar, die Typ 2 Grammatiken sind wohl diejenigen, auf die wir uns jetzt konzentrieren sollten. Und bevor wir das machen, einfach noch ein paar Worte zur Notation. Wir werden auch oft verkürzend schreiben, statt dass wir Regeln hintereinander schreiben, bei denen die linke Seite gleich aussieht. So eine verkürzte Schreibweise, linke Seite, Pfeil und auf der rechten Seite die Alternativen, was da als Ersetzung erlaubt ist. Ja, also wenn es die Regel S nach Alpha gibt und die Regel S nach Beta gibt, dann schreiben wir dafür S, Pfeil, Alpha, vertikaler Schritt, Beta. So, Typ 2 Grammatiken oder kontextfreie Grammatiken. Wie sahen die aus? Jetzt nochmal Erinnerung an die Definition. Das sind Grammatiken, wo ausschließlich Ableitungsregeln der Form erlaubt sind oder existieren. A nach V, A ist eine Variable und V ist ein Wort aus Menge der Variablen vereinigt, Sigma oben Stern. Also die Einschränkung ist vor allem links nur eine Variable.
Wenn man das betrachtet, dann ist die Bemerkung hier zu den Chomsky-1-Grammatiken, also den Grammatiken in der Hierarchie darüber, über den Chomsky-2 oder kontextfreien, ja schon interessant. Ja? Also Sie wissen, bei den Chomsky-1-Grammatiken, da können Sie sich sogar so einschränken, dass Sie nur solche Regeln haben, wie hier auf der Folie. Das heißt, da gibt es nur so eine Ausnahme, wo mal links zwei Variablen stehen, aber die brauchen Sie. Ja. Okay, jetzt zu diesen Grammatiken. Was ist das für eine Sprachklasse, die durch solche Grammatiken erzeugt wird? Gucken wir uns einfach mal Beispiele an. Die Sprache L gleich 0 hoch N, 1 hoch N, die kennen wir ja schon. Die haben wir im Zusammenhang mit endlichen Automaten angeguckt und festgestellt, die Sprache ist nicht regulär. Ja? Da stoßen endliche Automaten schon an ihre Grenze. Ja? Wird Sie jetzt nicht überraschen, wahrscheinlich wissen Sie schon, dass die Sprache aber kontextfrei ist oder durch eine Typ-2-Grammatik erzeugt werden kann. Nehmen wir folgende Grammatik. Wir brauchen nur eine Variable, nämlich das Startsymbol. Sigma ist die Menge 0,1. Und wir brauchen nur folgende Regeln. S wird ersetzt durch 0,1 oder S wird ersetzt durch 0,S1. Ganz offensichtlich, dass diese Grammatik die Sprache L erzeugt. Also, das sieht man sofort. Wenn immer eine 0 vorne erzeugt wird, wird eine 1 hinten erzeugt. Noch ein Beispiel, die Sprache der Palindrome. Ja, also sei L die Sprache der W aus 0, 1, Stern, W gleich W oben R, mit W oben R ist gemeint W rückwärts gelesen, oder umgedreht, ja, gespiegelt. Also Sprache der Palindrome über 0, 1 ist Sprache aller Wörter, die von vorne gelesen genauso aussehen wie von hinten gelesen. Diese Sprache kann man so induktiv von unten nach oben aufbauen. Ein Symbol ist ein Palindrom, das ist klar. Und das leere Wort ist auch ein Palindrom. Also 0 bzw. 1 bzw. Epsilon sind Palindrome. Und dann, wenn Sie ein Palindrom haben und da vorne und hinten dasselbe Symbol dranhängen, kriegen Sie wieder ein Palindrom. Das heißt also, wenn wir jetzt hier über dem Alphabet 0, 1 uns bewegen, dann gilt, falls W Palindrom, so auch 0W0 und 1W1. Ja. Und das ist eigentlich schon alles. Ja. Wenn Sie Palindrome erzeugen wollen, brauchen Sie nicht mehr als diese beiden Regeln. Ja. Erstmal 0, dass Sie 1 und dass Sie Epsilon erzeugen können. Und dann, dass Sie aus einem Palindrom ein neues erzeugen können, indem Sie vorne und hinten eine 0 anhängen oder vorne und hinten eine 1 anhängen. Das heißt also, die zugehörige Grammatik, die ganz offensichtlich auch kontextfrei ist, sieht so aus, Sie haben eine Variable, nämlich das Startsymbol, mehr brauchen Sie nicht, Sigma ist gleich 0, 1 und Sie haben folgende Regeln. S wird ersetzt durch Epsilon oder durch 0 oder durch 1, hier für den Schritt 1. Und S wird ersetzt durch 0S0 oder S wird ersetzt durch 1S1 für hier diese zweite Produktionsmöglichkeit. Drittes Beispiel. Die Sprache L aller Wörter über 0,1, jetzt ohne das leere Wort, bei denen die Anzahl der Nullen gleich der Anzahl der Einsen ist. Also ein bisschen allgemeiner als 0 hoch n, 1 hoch n. Ja, die Nullen und Einsen, die können irgendwie so ganz durchmischt vorkommen, aber es sind genauso viele Nullen wie Einsen. Man kann sich leicht klar machen, dass folgende Grammatik diese Sprachen durch folgende Grammatiken erzeugt werden können. Grammatiken folgender Form. Als Variable haben Sie die Wörter, also dass folgende Sprache durch folgende Grammatik erzeugt werden kann. Als Variablen haben Sie wieder die Startvariable und noch ein A und noch ein B.
mal S01 und Sie brauchen folgende Regeln. S nach 0b oder S nach 1a. Es ist klar, wenn Sie auf die Art also schon mal eine 0 oder eine 1 erzeugt haben, dann müssen Sie nochmal eine entsprechende 1 oder 0 erzeugen. Das heißt also, das Groß B steht für die Erzeugung von Einsen, das Groß A steht für die Erzeugung von Nullen. Entsprechend haben wir also die Regel A nach 0 oder A nach 0s. Oder es kann ja auch sein, dass man noch mehr machen will. A nach 1, da haben wir jetzt eine 1 erzeugt, gefolgt von 2 mal A. Ja, um erstmal später die 0 zu erzeugen, die noch erzeugt werden muss für dieses A links und eine weitere 0 für die 1, die ich jetzt erzeugt habe. Und völlig symmetrisch dann die Regel B nach 1 und die Regel B 1s und die Regel B 0bb. Formal muss man jetzt eine Induktion über die Länge der durch G erzeugten Wörter durchführen, um zu zeigen, dass durch diese Regeln genau die Sprache aller Wörter W aus 0, 1 oben plus, bei denen Anzahl der Nullen gleich Anzahl der Einsen ist, erzeugt wird. Durch G erzeugt wird. Okay, das war's für heute.